Update 8 für Forza Motorsport ist wieder einmal kein großes Update, aber es zeigt erneut, dass es in die richtige Richtung geht. Und bevor wir gleich einsteigen mit den neuen Touren und Veranstaltungen, möchte ich erst einmal einen kurzen Blick zum letztwöchigen Blogpost werfen. Da hat nämlich Turn 10 eine Nachricht an die Motorsport-Community verfasst. Im ersten Absatz geht es eigentlich erstmal darum, dass sie sich eben bedanken über das zahlreiche Feedback und wie wichtig es ist und dass auch aufgrund dessen unter anderem das Car Progression System ja überarbeitet wurde, was sie so eigentlich nicht auf dem Zettel hatten. Also sie richten schon eben auch nach diesem Feedback ihre Updates aus und eben sie haben auch weiteres Feedback von euch voll auf dem Schirm, zum Beispiel, dass sich über 50 neue Rennwagen gewünscht wurden, dass eben auch so ein vermeintlich kleines Feature, aber für uns wahrscheinlich doch von großer Bedeutung eben auch mit auf den Blick ist, dass zum Beispiel eben das Field of View oder besser noch die Fahrersitzposition angepasst werden kann, so wie man es eben möchte und eben, dass sie halt nochmals betonen, dass sie halt weiterhin ihre Prioritäten wirklich nach dem Feedback der Community ausrichten und wenn es ihnen möglich ist, auch schnelle Hotfixes bringen. Des Weiteren aber schreiben sie in diesem ersten Absatz, dass es aber auch jetzt schon konkrete Ausblicke für künftige Features und Inhalte gibt, eben aufgrund dieses Feedbacks. Das heißt, in kommenden Updates kommt ganz sicher endlich der Zuschauermodus, es wird Ausdauerrennen geben, das Autoradar kommt, ja, bekannt aus Assetto Corsa und Assetto Corsa Competizione, dass man quasi in so einem kleinen Radar sieht, wo denn die anderen Fahrzeuge um einen rum sind in so einer kleinen 2D-Darstellung. Des Weiteren soll die Forza GT-Klasse nach und nach überarbeitet werden, wovon wir auch schon in Update 8 zumindest mal im Featured Multiplayer davon etwas sehen werden, nämlich der KTM Crossbow GT2 sowie der Lamborghini Essenza fliegen nämlich aus der Forza GT-Serie raus und kommen in die Modern Factory Race Car Serie. Mal gucken, wie die weitere Ausarbeitung da aussieht, aber auch finde ich ein wichtiger Punkt, denn man kann da schon kritisieren, in dieser Forza GT-Klasse sind einfach zu viele Fahrzeuge, die da nicht reingehören. V8 Supercars und solche Geschichten. Ja, die brauchen alle ihre eigene Klasse. Das haben sie auf dem Schirm und das haben sie eben dank der Community gehört. Ja, spannend geht's dann aber weiter und zwar mit dem zweiten Absatz, da geht's ein bisschen ums Safety Rating und Matchmaking. Da betonen sie erstmal, dass sie natürlich die Forza Race Regulation, also das FFR, was für die Strafen verhängt, auf dem Schirm haben, aber erstmal noch keine Updates dazu sehen sein werden, denn sie möchten in diesem Update, in Update 8, und da kann man sich schon so ein bisschen drauf freuen, eben jetzt erstmal Änderungen am Safety Rating oder Matchmaking machen. Konkret gesagt wird das Safety Rating jetzt nicht mehr nur innerhalb den letzten 10 Rennen bemessen, sondern innerhalb der letzten 20. Was ich, by the way, erwähnt gar nicht wusste. Ich dachte, das zählt über alle Rennen. Aber nee, es werden oder war bis jetzt so, dass nur die letzten 10 Rennen in diese Wertung reingeflossen sind. Jetzt sollen eben die letzten 20. Das heißt eben, dass ein Unfall, ob jetzt selbstverschuldet oder unverschuldet, halt nicht so stark ins Gewicht fällt, wenn man sonst halt eben ein schöner, sauberer Fahrer ist und dadurch halt eher dann auch gegen andere saubere Fahrer gerankt wird, beziehungsweise wenn man Dirty Driver ist, dann halt auch entsprechend gegen die antritt. Und genau das wird auch eben erreicht, indem sie nämlich die Rangreichweite des Safety Ratings ein bisschen weiter eingrenzen. Beim Matchmaking, so ist es zum Beispiel so, wenn man einen S-Rang-Spieler im Safety Rating ist, dann wird man definitiv mit diesem Update nicht mehr gegen E- und D-Rang-Safety-Rating-Spieler zusammenkommen. Des Weiteren betonen sie dann aber nochmals in diesem Abschnitt, natürlich wird es Änderungen am Forza Race Regulation System geben. Ihnen ist auch aufgefallen, dass es da viele Fehler gibt. Ein Beispiel, was sie da anführen, ist, wenn man die Strecke verlässt oder abkürzt und es mehrere Runden immer gleich, fällt die Strafe aber immer sehr unterschiedlich aus, was ja auch irgendwie nicht sein kann. Also da wollen sie auch ein bisschen mehr Konstanz drin haben und auch viele andere Dinge, die da passieren, aber eben sie betonen es dann nochmal, sie wollten da jetzt erstmal nochmal ein bisschen abwarten, denn natürlich der Einfluss dieser Änderung des Matchmaking-Systems kann halt eben auch zu falsch positiven Ergebnissen führen und beziehungsweise um das zu vermeiden, wollen sie das eben verhindern. Meine Empfehlung ist, lest ruhig den Abschnitt nochmal durch bei diesem Blogpost. Ist eigentlich ganz interessant. Ansonsten, wenn ihr der englischen Sprache nicht mächtig seid, einfach kopieren bei DeepL rein und übersetzen lassen. Das wird dann schon irgendwie passen. Ich verlinke euch natürlich den Blogpost auch nochmal in der Videobeschreibung. Dann geht's weiter. Dritter Absatz, KI, auch ein Thema, was sehr, sehr wichtig ist. Da gehen sie auch noch kurz darauf ein, dass sie ja schon bereits etwas verändert haben. Eben das Startverhalten wurde ja ein bisschen verbessert. Aber eben in diesem Update 8,
eben wird auch was ganz Wichtiges angegangen, und zwar das unnötige Bremsen, ja, was ich auch immer wieder im Let's Play betone, und zwar sei es, wenn man zu zweit durch eine Kurve fährt, beziehungsweise wenn zwei KIs durch eine Kurve fahren, dass im Scheitelpunkt gebremst wird, dass einfach unnötig auf der Gerade gebremst wird. Auch beim Versuch zu überholen wird einfach plötzlich gebremst. Eben das soll jetzt hier angegangen werden, und ich glaube, das kann auf jeden Fall schon einen guten Effekt erzeugen, gerade insbesondere da im Scheitelpunkt und aus dem Scheitelpunkt heraus habe ich mich schon so oft aufgeregt. Das ist, finde ich, auf jeden Fall schon mal ein kleines Update im großen Spektrum der KI, aber auch ein sehr wichtiges. Und sie geben auch einen Ausblick auf kommende KI-Update. Zum Beispiel möchten sie fixen, dass die KI nicht mehr langsamer wird, sobald der Spieler sie überholt hat. Ich finde sogar, dass das in letzter Zeit gar nicht mehr so krass ins Gewicht gefallen ist, für mich persönlich. Aber ja, es ist wohl immer noch drin oder wurde nie korrigiert. Das soll jetzt eben auch noch korrigiert werden. Des Weiteren soll das grundsätzliche Verhalten der KI überarbeitet werden, wenn der Spieler nebendran fährt. Das kennen wir ja, dass sie einfach rüberzieht oder so. Das soll einfach verbessert werden. Und vor allem sollen Überholmanöver stark verbessert werden, gerade in künftigen Multiclass- und Ausdauerrennen. Und das betonen sie da nochmal. Ja, Multiclass- und Ausdauerrennen kommen, und das sogar sehr, sehr bald. Ja, und am Ende bedanken sie sich dann halt nochmal bei der Community. Und das wollte ich eben jetzt hier auch mit reinbringen, vor allem, weil in diesem Blogpost quasi schon die Hälfte eigentlich von den wichtigsten Neuerungen von Update 8 beinhaltet. Aber ja, steigen wir ein, was dich sonst noch in Update 8 im Spiel erwarten wird. Unter anderem feiern wir 50 Jahre Mobile One. Da gibt es nämlich eine kleine Partnerschaft mit Forza Motorsport. Und insbesondere werden wir das auf Maple Valley sehen. Da sind nämlich ganz, ganz viele Schilder dann mit Mobile One ausgestattet. In Zukunft soll es dann aber auch noch diverse Rivalen-Events geben. Apropos Maple Valley, mit diesem Update gibt es auch noch kleinere Fixes an der Strecke. Zusätzlich auch noch auf Mid-Ohio. Weitere Details sollen dann im ausführlichen Release-Note-Log stehen. Das verlinke ich euch selbstverständlich, sobald ich den Link dazu habe, in der Videobeschreibung. Des Weiteren bekommt der Livery-Editor die Möglichkeit, Sticker in ihrer Oberfläche anzupassen, also ob sie eher matt oder glänzend sein sollen. Zudem bekommt man im freien Spiel und im privaten Multiplayer den Reifenverschleiß mit einem Multiplikator anzupassen. Die Track Toys Tour ist dieses Mal die Feature Tour, und da geht es um High-Performance-Fahrzeuge, mit denen es ja einfach Spaß macht, seine Runden auf der Rennstrecke zu drehen. Beginnen tun wir da in Woche 1 mit der Ginetta Junior Serie, und namensgebend werden wir da mit dem 2019er Ginetta G40 Junior unterwegs sein. Ein Fahrzeug, was mit seinen nur 100 PS trotzdem mehr als zu überzeugen weiß. In Woche 2 geht es dann weiter mit den Weekend Warriors. Da haben wir als Featured-Fahrzeug den 2015er Porsche Cayman GTS. Und im Allgemeinen geht es in dieser Serie um Fahrzeuge, mit denen wir ja noch am Sonntag auf der Rennstrecke unterwegs sein können und bereits am Montag dann mit demselbigen Fahrzeug wieder zur Arbeit fahren. In Woche 3 gibt es dann die Kit Caterham-Serie. Da ist namensgebend natürlich der Caterham R500 dafür zuständig. Ich sag nur Leichtbau, ca. 270 PS, und das resultiert von 0 auf 100 in einer Beschleunigung von 2,9 Sekunden. Und allgemein ist dieses Fahrzeug ja für sehr, sehr viel Fahrspaß bekannt. Ja, und zu guter Letzt gibt es in der 4. Woche ja die Track Toys Serie, namensgleich zur Tour. Und ich meine, für mich persönlich ist das eigentlich auch die Definition von Track Toys. Das sind leichte, super gut motorisierte Fahrzeuge, die einfach auf der Rennstrecke zu Hause sind und trotzdem eine Straßenzulassung haben. Ich sag nur KTM, Crossbow, Aerial Atom, Lotus 311 oder 211 und natürlich auch das Featured-Fahrzeug, dieses Mal nämlich den 2019er Elemental RP1. Ja, und wenn wir das alles erfolgreich abschließen, gibt's als Reward-Car den 2019er Porsche 935. Die Neuauflage, die im Herzen eigentlich ein Porsche 911 GT2 RS Clubsport ist, aber eben mit der Silhouette vom damaligen 935 vom Moby Dick. Ein Fahrzeug, was definitiv den Auftritt in Forza Motorsport verdient. In der Umglas gibt es, wenn man die dann erfolgreich abschließt, den 2011er BMW 1 Series M Coupé zu gewinnen. Und da gibt es auch eine kleine Änderung in der Open Class. Die befindet sich dann ab Update 8 nicht mehr ganz normal beim Builders Cup mit dabei, sondern eben beim Feature Tab, wo wir eben auch die Feature Tour sehen. Im Featured Multiplayer erwarten uns natürlich auch wieder die Featured Cars, also Ginetta G40, Porsche Cayman GTS, den KTM Superlight,
sowie eben auch den Elemental RP1. Aber ich glaube, was eine viel größere Auswirkung dann in den kommenden Wochen im Multiplayer hat, ist eben, wie anfangs im Video erklärt, das veränderte Matchmaking und Safety Rating. Ich glaube, da werden wir, ja, vielleicht unseren Spaß dann in den kommenden Wochen haben. Aber selbstverständlich wird es auch wieder gewisse Spec-Series geben, wie unter anderem die Lotus 311 Spec-Series, wo wir dann eben auch Platz nehmen dürfen im 311. Ein Fahrzeug, was ja definitiv in die Kategorie der Track Toys gehört und ja nur so von Leistung strotzt. Weiter geht's dann in der Early Factory Race Car Series. Da können wir unter anderem, wie ihr seht, in einem Porsche GT1 Straßenversion Platz nehmen oder auch McLaren F1 GT haben wir gesehen. Weiter geht's dann, ja, in der Mazda Miata Spec Series. Ich habe so das Gefühl, die hatten wir schon des Öfteren, aber ganz ehrlich, so ein Mazda, das passt halt einfach, das macht immer Spaß, gerade auch im Multiplayer. Und die letzte Serie ist dann die Modern Factory Race Car Series. Da können wir unter anderem hier in einem Aston Martin Vulcan AMR Platz nehmen oder ein Brabham sehen wir unter anderem oder ein Senna GTR, P1 GTR, alles ist da auf jeden Fall möglich und sehr schnell. Ja, und schnell solltest du auch bei den Rivalen sein. Da hast du dieses Mal die Möglichkeit, auf dem Virginia International Raceway mit einem beliebigen Touring-Car deine Zeit zu setzen und dich mit den Besten der Welt zu messen. Des Weiteren wird Sennas Legacy zelebriert, das natürlich namensgebend mit einem McLaren Senna. Und da sind wir dann auf dem Silverstone Grand Prix Circuit unterwegs. Und wie sonst üblich auch, dürfen wir auch die Featured Cars im Rivalenmodus ausfahren, wie zum Beispiel den Ginetta. Für VIP-Mitglieder gibt es wieder eine eigene Rivalenherausforderung, und zwar auf der Südstrecke vom Yas Marina Circuit dürfen wir Platz nehmen im BAC Mono, was ja ebenfalls wieder zur Tracktoy-Kategorie gehört. Und ich denke, gerade mit diesem Fahrzeug wird man definitiv auch seinen Spaß haben, die letzten Tausendstel aus dem Fahrzeug auf dieser Strecke rauszukitzeln. Ja, und das war auch schon wieder alles zu Update 8. Wie ich finde, ein paar coole Touren und Serien mit dabei. Aber wie immer, natürlich hast du die Möglichkeit, dein Feedback dazu in die Kommentare zu schreiben. Insbesondere auch zu den neuen Features und Änderungen. Insbesondere vielleicht auch zu den zukünftigen Änderungen. Und apropos zukünftige Änderungen, in Update 9 ist uns bereits eine neue Strecke versprochen worden. Ich bin raus, mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!